Weiter geht's mit der Party. So, wir wollen wieder einen Laden übernehmen. Spielen Sie nicht den Helden. Was in aller Welt soll das? Weiter geht's mit der Party. So, wir wollen wieder einen Laden übernehmen. Spielen Sie nicht den Helden. Was in aller Welt soll das? Das Problem ist, wenn wir gleich die Hintertür wieder geöffnet haben, kommen die wahrscheinlich wieder alle angeschissen. Sind Sie verrückt? Ja. Ich kann nicht mehr. Ihr Restaurant ist in meinem Revier. Wo ist mein Anteil? Okay, okay, alles klar, ich zahle. Keine Hintertür? Okay. Ob wir jetzt trotzdem angeschossen werden, obwohl wir ja keinen gekillt haben. Wow. Ein Bestattungshaus, okay. Je schneller sie gehen, desto besser. Da geht noch mehr, da geht noch mehr. Wollen Sie unbedingt sterben? Falls nicht, geben Sie mir, was ich will. Drohen Sie mir nicht. Ich zahle ja. Interessant. Mist, wo habe ich nur geparkt?
So, cool. Wieder kein Stress gehabt. Speicherpunkt. Theoretisch können wir jetzt auch mal die Hauptmission vielleicht doch in Angriff nehmen. Gar nichts ist, bin ich enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Noch eine Chance. Mich betrogen. Gibt's doch gar nicht. Nur gucken, ob da eine Filmrolle ist. Ich muss meine Frau anrufen. Juhu! Endlich mal wieder. Oh, nicht mal die 30 geschafft, ey. Wem sagst du das? Ich weiß nicht, wie lange ich den Job noch mache. Ich bin, glaube ich, schon wieder total falsch jetzt, ne? Jetzt fahren wir bestimmt durch diesen Tunnel. Und das ist keine Abzweigung nach oben. So, hier ist ja, glaube ich, ein Speicherhaus, habe ich gerade gesehen, ne? Jo, das können wir vielleicht mal übernehmen, damit wir hier auch was in der Ecke zum Speichern haben. Oh, nice. Es ist mir eine Ehre, Sir. Nie bekommt man ein Taxi, wenn man eins braucht. Das wäre, glaube ich, auch zu übertrieben gewesen, wenn da auch schon wieder eine Filmrolle gewesen wäre. Schöner Tag. Ich krieg dich, Freundchen. Guten Tag, Sir. Ich bin gleich bei Ihnen. Oh, Scheiße. Geht gar nicht mehr. Entweder Sie zahlen oder Sie schlafen heute bei den Fischen. Okay, okay, ich bezahle.
Ja. Schöne Aussicht auf Züge. So, Heilung? Keine Heilung, doch. Speichern wir mal kurz. Dann gucken wir mal hoch. Und die 30 geknackt, sehr nice. Ich muss meine Frau anrufen. So, wo muss ich jetzt abbiegen? Ich bin schon wieder falsche Karte. Die zweite links. Schade. Der stumme Zeuge. Bruno Tartaglia hat Frankie getötet. Dafür muss er bezahlen. Sunny hat eine Spur und plant einen Rachefeldzug. Geh einfach rein. Sonny erwartet dich. Mit einer kaputten Karre? Merkwürdig. Ich würde dich gern besser kennenlernen. Bevor wir da jetzt reingehen. Ich weiß nicht, ich fand ihn eigentlich recht gut. Ich kann einfach keine Gangsterfilme mehr sehen. Na toll. Da muss ich ja zwangsläufig hinten lang. Interessantes Bild. Na gut. Dann sprechen wir mit Sunny in der nächsten Folge. Spitze, danke mich. Bis dann.